Wie ist die Situation derzeit mit den Notschlafstellen? Wird das Angebot stärker genutzt als sonst? Wir betreiben in Feldkirch eine Notschlafstelle, die ist zuständig für die Bezirke Bludenz und Feldkirch. Wir haben dort 8 Betten zur Verfügung und im Moment sind 4 Betten belegt. Es ist kurioserweise so, dass die Wintermonate in den Notschlafstellen weniger stark frequentiert sind wie im Sommer. Ich führe das darauf zurück, dass die Menschen wohl wissen, dass ein Winter kommt und der kalt werden wird, dass sie sich besser vorbereiten für diese Notzeit, zum Teil auch Unterschlupf finden bei Bekannten, bei Kollegen, bei Freunden. Das ist die einzige für mich mögliche Erklärung für diese Sache oder für dieses Phänomen. Ja. Es wird also vermutlich nicht zu einem Ansturm kommen. Was wäre, falls doch, also wenn die Kältewelle anhält und es zu einem Ansturm kommen sollte? Ich arbeite mittlerweile 10 Jahre in diesem Bereich. Ich habe das in 10 Jahren noch nie erlebt, dass es einen Ansturm gegeben hat. Sollte das der Fall sein, werden wir gewappnet sein. Wir werden ganz sicher zusätzliche Betten dann adaptieren können, zusätzliche Schlafplätze, Möglichkeiten finden. Davon gehen wir allerdings nicht aus. Es ist die Situation in Vorarlberg auch etwas anders wie in Großstädten. Wir sind doch eine ländliche Gegend. Das heißt, man findet hier auch im Sinne von Nachbarschaftshilfe auch noch andere Lösungen und Lösungsformen, die oft auch besser sind als wie die bloße Unterbringung in einer Notschlafstelle. Das muss man so auch sagen. Was macht man, wenn man jetzt eine vermutlich obdachlose Person beim Schlafen im Freien antrifft? An wen wendet man sich? Wir sind dankbar, wenn Sie Fälle, die Ihnen bekannt werden auf der Straße, die Menschen zu uns vermitteln. Am besten direkt zur Caritas, im Unterland auch zum Verein Dovas. Die machen dort dieselbe gute Arbeit wie wir hier in Feldkirch. Man kann sich auch an eine Gemeinde wenden, aber selbstverständlich auch an die Polizei. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und wenn man einfach mitbekommt, dass ein Mensch auf der Straße ist, friert, keinen Platz hat, zum die Nacht verbringen, dann appelliere ich das an jeden Menschen, dass er das meldet, dieser Notstand. Den Menschen selber, den Betroffenen, einfach auch motiviert, dass er die Hilfe annimmt und zur Caritas kommt, aber auch im Sinne von Meldung an die Polizei oder Gemeinde. Wir sind gut vernetzt in Vorarlberg. Diese Systempartner wissen, dass es uns gibt und dass es dieses Angebot einer Notschlafstelle gibt. Wie sind die Regeln in diesen Notschlafstellen? Alkoholverbot, vielleicht auch ein Hundeverbot? An was muss man sich halten? Also, an was muss man sich halten? Natürlich haben wir eine Hausordnung. Es benötigt eine Hausordnung. Man kann nicht in einer Notschlafstelle machen, was man will. Das sind aber ganz normale, herkömmliche Regeln. Es gilt ein Alkoholverbot, also das Konsumieren von Alkoholsuchtmitteln klarerweise ist in der Notschlafstelle nicht erlaubt. Allerdings nehmen wir alkoholisierte Menschen auf. Sie müssen sich halt dementsprechend benehmen. Es gibt hier einfach Benimmregeln, die jeder Mensch in unserer Gesellschaft und in Vorarlberg auch einzuhalten hat. Und das gilt auch für obdachlose, für wohnungslose Menschen in Vorarlberg. In der Regel funktioniert das gut. Die Menschen entscheiden ja dann selbst, ob sie diese Regeln einhalten wollen, damit sie einen Platz haben oder eben nicht. Dieses Selbsthilfepotenzial hat auch jeder Gast, der zu uns kommt in die Notschlafstelle. Ja.